Ihr glaubt nicht, wie ich mich auf diese Mario Kart Tierlist gefreut habe. Ja, das war ein obvious Joke, den ich schon mal gerissen habe in einem Titel. Ist das nicht ein fantastischer Einstieg? Wir reden über Mario Kart Wii. Mein drittliebstes Mario Kart und das Mario Kart meiner Kindheit, der Teil, mit dem ich aufgewachsen bin. Und dementsprechend, ich freue mich drauf. Das ist die Nostalgie. Sie durchfließt mich. Ich habe es ja neulich auch gestreamt. Könnt ihr auch hier auf dem Channel die Aufzeichnung davon sehen. Und ich habe sehr genossen, wieder in dieses Spiel abzutauchen. Und die erste Strecke, die wir uns dafür vornehmen, ist die Luigi-Piste. Die landet wie immer auf C. Es ist eine okay Strecke. Nicht super nervig, nicht super gut, nicht super schlecht. Einfach stabiles Mittelmaß. So wie Luigi. Es gibt diese Stelle am Ende, wo du an der Wand relativ lang driften und ein paar Tricks ziehen kannst. Das ist nett, aber ansonsten voll in Ordnung. Genauso wie die Kumo-Weide. Ich mag die Kumo-Weide ein bisschen lieber als die Kumo-Farm, aber ich finde beide jetzt nicht so spektakulär. Ich mag's, dass diese kleinen Kuh-Kreaturen manchmal auf die Straße laufen und die blockieren. Das ist ein nettes kleines Detail. Und dieser ländliche Flair, der das Ganze umgibt. Dann haben wir eine fantastische Art-Tier-Strecke, die Pilzschlucht. Einziger Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass die Strecke ein bisschen kurz leider ist. Aber es geht halt dieser Idee, vor allen Dingen aus den 2D-Marios nach, wo du halt auf Pilzen hochspringst über den Wolken und hier schleudern sie dich in die Luft. Es gibt auch eine Stelle, wo du über mehrere Pilze springst in so einer dunklen Höhle. Sehr gelungene Strecke, muss ich neidlos zugeben. Das war auch immer die Strecke, mit der das Spiel am stärksten beworben wurde. Das ist die, die man immer in den Trailern gesehen hat. Also eine, die man direkt mit Mario Kart verknüpft. Wie gesagt, mein einziges Problem ist ein bisschen kurz. Vor allen Dingen, wenn du... Jetzt passiert mir häufiger, ich werde in der letzten Runde von irgendeinem nervigen Item von hinten auf den Pilzen getroffen. Da habe ich nur noch so eine halbe Runde, um irgendwie noch aufzuholen. Nicht die halbe Runde, sondern so vielleicht ein Zehntel von der Runde. Dann wird er gern getroffen bei den Pilzen und fällt dann runter. Ist halt mal eine Weile ausgenockt. Aber definitiv eine fantastische Stage. Definitiv. Und ich sag schon wieder Stage anstelle von Strecke. Ich bin echt schlimm. Weiter geht's mit dem ersten S-Tier-Kandidaten, wenn ich ihn denn finden würde. Da, die Toads-Fabrik. Super coole Idee. Also, es ist sozusagen die Fabrik, die die Itemboxen in dem Spiel herstellt. Wo dann diese Kisten und Itemblocks auf den Fließbändern hin und her fahren. Dann kommen von oben diese Teile, die zerquetschen wollen. Dann gibt es diese Passage, die so ein bisschen hafenmäßig aufgezogen ist, so containerhafenmäßig, wo du runterfahren musst, von Platte zu Platte springen, die sich dann auch verändern. Weiter in den Kisten ausweichen, die auf den Fließbändern hin und her fahren. Kommst du in diesen Raum, wo da super die Panik gemacht wird und du darauf achten musst, dass du auf dem Fließband fährst, das dich nach vorne bringt und du springst raus, bist in dieser schlammigen Umgebung und ziehst dann die Tricks und an den Seiten sind einfach diese fucking Bulldozer. Es ist so fantastisch aufgebaut, das ist eine großartige Strecke, eine der besten. Dann machen wir weiter mit einer B-Tier-Strecke, die Mario-Piste. Ist das die zweite Mario-Piste? Ne, das erste war eine Luigi-Piste, genau. Die Mario-Piste, wo bist du denn, Mario-Piste? Das ist die falsche Mario-Piste. Wo ist denn die Mario-Piste? Ah, da ist sie. Sie wird durch den Kettenhund repräsentiert. Packe ich auf B. Ein bisschen über der Luigi-Piste. Einfach weil die... Ich mag die ein bisschen lieber. Man ist zu Anfang halt in diesem kleinen Dörfchen da unterwegs. Dann chillt da auch wieder ein Kettenhund. Der ist häufig... Der ist eigentlich auf fast jeder Mario-Piste. Kannst du ein bisschen abkürzen, wenn du einen Speedpilz hast und über ihn rüberspringen. Kleiner Tunnel. Nichts Spektakuläres, aber eine sehr charmante kleine Stage. Und dann... sind wir plötzlich in einem der besten Cups in der gesamten Mario-Reihe. Ich meine, der Einstieg war ein bisschen schwach, aber Banger nach Banger nach Banger. Kokospromenade. Coconut Malt, habe ich recht. Du fährst durch eine Einkaufspassage, was schon ein unfassbar fantastisches Konzept ist. Ich liebe diese kleine Abkürzung, die du da nehmen kannst durch die Geschäfte. Du springst über Brunnen, du fährst Rolltreppen hoch und runter. Und am Ende musst du aufpassen, dass dich nicht deine eigenen Mies mit ihren Autos überfahren. Super geile Strecke, extrem coole Strecke. Freut mich sehr, dass wir die in Mario Kart 8 bald, oder schon, ich weiß nicht, wann dieses Video hier kommen wird, dass wir die in Mario Kart 8 erleben dürfen oder erleben durften. Sie ist fantastisch oder sie wird fantastisch, je nachdem, wann dieses Video kommt. Und dann geht es richtig heftig weiter mit Donkey Kong Schikane, ebenfalls ein S-Tier-Kandidat. Es tut mir leid, aber die Strecken aus dem Cup sind einfach fantastisch. Du bist in einem Ski-Resort von Donkey Kong vermutlich, wirst auf die Spitze des Berges geschossen und fährst dann wieder runter durch Schneeverwehungen, springst über Rampen, kleine Unebenheiten im Boden, dann ziehst du auch wieder die Tricks an diesen Rail-mäßigen
an diesen railmäßigen Teilen und am Ende weichst du den Shy Guys aus. Wie gesagt, Schneestrecken, entweder fantastisch oder Müll. Ich bleib meiner Philosophie da treu. Und schließlich, man könnte meinen, ich habe einen leichten Bias diesem Cup gegenüber. Die dritte S-Tier-Strecke aus... nehmen wir aus dem Feuerblumen-Cup. Aber Varios Goldmine ist so ein fantastisches Konzept, weil... Wario mag Geld. Es ergibt Sinn, dass er eine Goldmine betreibt. Ich mag die Version persönlich lieber. Ich weiß, es gibt auch welche, die mögen das Mario Kart 8 Remake mehr. Ich finde es ein bisschen schade, weil du da... Hier musst du den Goldwagen noch richtig ausweichen, weil du kriegst halt Damage, wenn du dagegen fährst. In Mario Kart 8 kannst du halt einfach... geben die dir halt zusätzliche Beschleunigung. Auch ganz nett, aber fühle ich bei der Strecke nicht so hart. Du fährst diese Lorenstrecken hoch und runter, springst über den Abgrund. Diese Abkürzung, die praktisch jeder nehmen kann, ist eine der ersten Abkürzungen, die die Leute in diesem Spiel natürlich gefunden haben, weil die Loren dir den Weg praktisch zeigen. Und dann diese riesigen Bergbausiedlungen, die mich so ein bisschen an Laputa erinnern zu Beginn. Also es gibt ja halt diesen Vibe von, kennt ihr so, keine Ahnung, es erinnert mich ein bisschen an Lucky Luke. Da gab es mal einen Film, wo die Daltons in so eine Mine reingegangen sind und dann so eine super abgefahrene Lorenfahrt hatten. Das kommt in vielen Filmen oder Serien gern mal vor, dass man irgendwie eine verlassene Goldmine ist und dann hat man so die krasseste Lorenstrecke überhaupt. In Indiana Jones gab es das auch. Und das hier ist halt das Äquivalent dazu in Mario. Es geht hoch und runter und um die Kurven und es ist eigentlich viel zu abgefahren, um Gold abzubauen, aber irgendwie schafft Mario es trotzdem. Denn er ist geldgierig. So funktioniert das, Kinder. Wir befinden uns im Sternencup und wir fangen ganz okay an. Daisys Piste ist eine Abkürzung, die ich mag. Es gibt eine Abkürzung hier, die ich mag, wo du in so eine kleine Treppe hochfährst und dann springen kannst. Diese zwei Kreise mit den Statuen sind natürlich ikonisch. Und ich mag das Setting. Du bist halt in so einer abendlichen Hafenstadt wieder unterwegs. Ich mag Hafenstädte als Setting einfach. Ein bisschen Wasser in der Nähe, das macht es doch gleich angenehmer. Dann geht der Blätterwald krass weiter mit dem Cooper Cup. Ah, hier, ich mag das Remake bei dem Cup tatsächlich ein bisschen lieber noch. Außer natürlich, dass man bei der da nicht mehr die Tricks so hart ziehen kann. Aber der Cooper Cup ist eine fantastische Strecke. Ich mag ja so Wasser-Themes allgemein. Ich liebe das. Und du fährst hier halt so an so einem Berg lang mit einem Wasserfall, springst da rüber, dann durch die Kurve, dann fährst du diesen kleinen Fluss da runter mit diesen Panzertunneln daneben. Schließlich tauchst du praktisch in so eine Mario-Röhre ab und bist dann unter Wasser unterwegs und musst diesen Blitzteilen da ausweichen. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mich als Kind dran zu gewöhnen, in diesen Tunneln zu fahren. Teilweise bin ich einfach die Wände hochgefahren und habe dann super die Orientierung verloren. Aber es ist eine so charmante, es ist eine sehr charmante Strecke, es ist eine echt fantastische Strecke sogar. Weiter geht's mit meiner Lieblingsstrecke aus Mario Kart Wii, der Blätterwald. Ich denke, das ist bei vielen so. Ist eine sehr nice Strecke. Ich für meinen Teil, ich mag den Herbst gern, ich mag es, wenn die Blätter sich verfärben, zu Boden fallen. Und ich mag auch Strecken, die auf Bäumen stattfinden, an Bäumen, in Bäumen. Bäume sind geil, Bäume sind ziemlich nice, die spenden uns Sauerstoff. Bäume sichern dein Überleben, sei nett zu ihnen. Und die Strecke hat so viele, so coole Momente. Das ist eine Abkürzung. Das war eine der ersten Abkürzungen, die ich in Mario Kart Wii gefunden habe. Ich fahre die bis heute immer, obwohl es mich wahrscheinlich eher ausbremst. Wo du oben über diese Brücke fährst. Und dann bist du in diesen Bäumen, in den Bäumen unterwegs, fährst auf den Ästen um. Dann dieses kleine Plateau, wo die beiden riesigen Wickler hin und her laufen, den du ausweichen musst. Dann fährst du über den Ast und dann hast du diese Stelle, wo du richtig in die Kurve rein. Dann fliegst du hoch, machst einen Trick und fährst aus der Kurve wieder raus. Das ist ein Moment, den ich sehr mag. Dann auch diese kleinen Brücken, wer auch immer sich da diese kleinen Häuser in den Bäumen gebastelt hat und dann einfach dieses Netz runter. Trick, 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 Trick. So geil. Dann kannst du am Ende vielleicht noch eine von den Seitenwegen mitnehmen, noch ein Item einstecken, vielleicht im ersten Platz noch eine reinwürgen. Ah, es ist so eine geile Strecke. Ich liebe die zu fahren. Das ist eine meiner 5 liebsten Mario Kart Strecken überhaupt. Oh, so fantastisch. Ein bisschen geschwärmt. Vulkangrollen, wo bist du? Vulkangrollen. Ah, da. Atir. Fühle ich nicht so hart. Ich mag die Optik nicht so ganz, aber ich mag das Konzept, dass du in so einer Vulkangegend unterwegs bist und jede Runde praktisch mehr von der Strecke wegbricht. Da fallen die Ränder so ab und du musst dann irgendwie damit dealen, dass du die Kurve nicht mehr so weit fahren kannst. Dann tauchen auch noch diese Feuerteile auf. Es nimmt sein Theme auf jeden Fall ziemlich ernst. Wirkt so ein bisschen wie so eine letzte Welt aus einem 2D-Mario.
Dann betreten wir den Spezialcup, den letzten der normalen, normalen Cups. Und wir fangen wieder mit einer Strecke an, die ich unfassbar liebe. Ebenfalls ein S-Tier-Kandidat für mich. Die staubtrockene Ruin. Weil, wisst ihr, was ich dieser Strecke zugute halte? Es ist eine Wüstenstrecke und ihr wisst, ich finde die meisten Wüstenstrecken so hart langweilig und ungelungen. Aber die ist wirklich unterhaltsam. Weil du hast halt diese ägyptisch angehauchte Umgebung mit der Yoshi-Swings, mit den mit diesen Statuen, mit den Säulen, mit den Obelisken, wie man sie auch nennt. Diese kleine Stelle, wo du über die Brücke fährst und du bist halt nicht so lange in der Wüste selbst unterwegs. Du fährst halt relativ bald in diese kleine Tempelanlage da rein, wo du auch wieder die Tricks an den Wänden ziehen kannst. Und die halt so nach und nach immer weiter mit Sand vorläuft, sodass du am Ende, in der letzten Runde kommst du durch das Becken in der Mitte nur noch mit Superspeed-Pilz oder so durch. Aber zu Anfang kannst du dich da durchsneaken, den Pukis ausweichen, versuchen nicht im Sand stecken zu bleiben. Ah, und dann wirst du hinten rausgeschossen, wo ich die Kurve nie hinkriege, weil ich zu schlecht bin. Ich würde lieber geradeaus fahren. Sag ich ganz ehrlich. Aber es ist einfach eine Wüstenstrecke, die Spaß macht. Und das halte ich dieser Strecke zugute, weil Wüstenstrecken häufig ein bisschen trashig sind. Mondblickstraße kommt auf B. Aber ich fühle die nicht so heftig, muss ich ehrlich sagen. Es ist halt. Ich mag Strecken mit Fahrzeugen nicht so gerne, aber eigentlich würde ich die noch tiefer platzieren. Aber hier rettet halt viel die Ästhetik, weil du bist in so einer auf so einer nächtlichen Autobahn unterwegs. Überall sind irgendwie Plakate von irgendwelchen fiktionalen Filmen oder Theateraufführungen im Mushroom Kingdom. Du fährst über diese super coole Brücke und dann gibt es diese Passage, wo du so durchspeeden kannst, wenn du in dieser kleinen Stadt da drin bist, in dieser kleinen Großstadt. Es hat schon seine Momente, aber ich, vor allen Dingen als Kind habe ich es wirklich gehasst, die Strecke zu fahren wegen den ganzen Autos. Bowser's Festung ist ein A-Tier. Highlight ist auf jeden Fall die riesige Bowser-Statue, die dir Feuer mitten in dein kleines Gesicht pusten möchte und wo du dann auch ausweichen und über die Wände fahren musst oder so. Ich mochte den hinteren Part leider nie so gerne. Ich meine, ich finde ihn in Ordnung, aber nachdem man an Bowser vorbei ist, wirkt es irgendwie so ein bisschen so random stuff. Guck mal, hier sind ein paar Froms. Guck mal, hier ist jetzt so ein Feuerteil. Dann im Hof mit den Feuerfontänen ist wieder spaßig und der Weg zu Bowser selbst auch. Aber der letzte Part, den fühle ich irgendwie nicht so. Aber ich finde schön, dass es irgendwie eine Tradition geworden ist, dass jetzt in jeder Bowser-Festung irgendwie eine riesige, bösartige Version von ihm selbst rumchillen muss. Obwohl, ich weiß nicht, ob Mario Kart 7 das hatte. Ich weiß, dass Mario Kart 8 das auf jeden Fall dann wieder aufgegriffen hat mit diesem geschmolzenen Lava-Bowser, der super cool aussah. Und finally von den normalen Strecken der Regenbogen-Boulevard. Ist einer meiner Lieblings-Regenbogen-Boulevard, sogar mein zweitliebster Regenbogen-Boulevard. Es war früher so, wenn du den fahren konntest, warst du wirklich King in Mario Kart Wii. Oh, er hat so viele, so coole Stellen. Wenn du da zu Anfang runterfährst und dann beschleunigen musst, springst rüber, dann über diese Fläche, die so hin und her wabbelt, wo du immer wieder den ein paar Tricks dazwischen ziehen kannst, dann diese beiden riesigen Löcher. Das erste kannst du so überspringen, beim zweiten brauchst du einen Speedpilz, um darüber zu kommen. Diese Röhre, die dich ins Nirgendwo schießt. Oh, diese Kurve, die du ziehen kannst mit den Speed-Plattformen, wo, wenn du deinen Drift nicht gut setzt, einfach von der Map geschleudert wirst. Denn die ist halt echt schwer zu fahren. Also, inzwischen kann ich's, aber also zu Anfang ist es wirklich die. Das ist wirklich eine Strecke, die den Namen schwerste Mario Kart-Strecke im Spiel verdient. Weil du kannst da so viel potenziell runterfallen. So viele Stellen, da ist an den wenigsten Stellen wirst du dort Geländer finden. Ich hab's immer gehasst, irgendwie als Kind Speed-Pilze zu bekommen, weil ich dachte mir, was soll ich denn mit dem Scheiß? Das ist voll gemein, da werde ich runterfallen, wenn ich die einsetze. Aber diese Stelle, wo du so hoch springst, dann den Trick machst und dann wieder so runterfällst, so klein, also ein kleines Dings machst. Oh, das ist so cool. Ja, das ist einfach so ein kleines Salto. Es macht so Spaß, die zu fahren. Und damit gehen wir über zu den Retro-Tracks. Tracks, Retro-Tracks. Und hier unten ist auch sehr viel Platz. Ich frage mich, was da hinkommt. Uiuiui. Ich würde erst mal sagen, wir fangen jetzt mal relativ stark an. Peach Beach. Wo ist der Peach Beach? Peach Beach, Peach Beach. Peach Beach würde ich auf B packen. Fantastische Strecke. Bisschen kurz, macht nicht so viel anders als die Originalstrecke auch. Es laufen halt diese Teile rum, aber ich mag den Peach Beach. Das ist eine kleine, charmante Strandstrecke und sie haben auch die Palmas zurückgeholt dafür. Weiter geht's mit Yoshis Kaskaden vom DS. Das packe ich auf E. Ich hatte es bei DS auch auf E gehabt, weil es ist nicht so ein großer Unterschied. Es ist praktisch dieselbe Strecke normal. Optisch ein bisschen hübscher, man sieht das Ei wieder nicht. Es gibt diese kleinen Wasserfälle, durch die man fahren kann. Wir haben drüber geredet. Es ist eine langweilige Strecke, die bietet echt nicht viel. Ich bin kein Fan.
SNES Geisterteil würde ich auf demselben Level sehen, eine relativ langweilige Strecke. Ich erinnere mich, als Kind bin ich die ganze Zeit nur gegen die Blöcke gefahren und irgendwann runtergefallen. SNES-Strecken-Remake wieder, aber durch das Geistervieh macht es ein kleines bisschen interessanter, muss ich sagen. Ein kleines bisschen. Und als letztes haben wir Marios Rennpiste aus dem N64-Teil. Wo haben wir die denn? Das ist die aus dem GameCube-Teil. Wo ist die aus dem... Das, die ist aus dem N64-Teil. Würde ich ebenfalls auf B sehen. Sehr gelungenes Remake. Macht nicht viel anders. Du hast wieder diese Stelle, wo du am Berg lang fährst, rumdriftest, dieses kleine Wüstenpassagen-Ding. Und der Tunnel. Es ist relativ, ist ein relativ 1-zu-1 Remake, aber ich mochte ja die Originalstrecke. Von daher ist willkommen. So, B-Lan vom N64. Ich würde es auf D packen. Es fährt sich ein bisschen besser als auf dem N64. Das Eis ist nicht ganz so eklig. Aber es ist halt immer noch Südpol. Es ist halt immer noch nur Pinguine und Eis. Es ist fucking langweilig. Oh shit, ist die optisch langweilig. Und zum Fahren auch nicht so spektakulär. Pinguine gehen dir immer noch auf die Nerven teilweise. Shy Guy Strand packe ich auf D. Das ist, ich habe irgendwie so einen kleinen Bias. Ich mag die Strecke irgendwie, auch wenn sie halt echt nicht so viel bietet. Es ist halt eine SNES-Strandstrecke. Die Shy Guys, die auf dich schießen, sind ein nettes Detail, wo du dann aufpassen musst, dass du nicht in die Luft gesprengt wirst. Und da gibt es ein paar ganz nette Abkürzungen, wo du durchs Wasser durchs Wasser mit dem Sweetpilz abkürzen kannst. Ist ziemlich in Ordnung, ist ziemlich stabil. Für ein SNES-Remake auf jeden Fall voll in Ordnung. Dann haben wir Pisalo Delfino. Wieder ein B-Tier kann ich... Na, ich packe ihn auf A. Die Strecke, ich habe sie letztes Mal auch auf A gepackt, hier sehe ich sie eigentlich auch auf A. Ist eine der besten Remake-Strecken, ist halt, macht halt genau dasselbe wie das Original wieder, weil das wir ja im DS-Video ausführlich geredet haben. Bist in dieser kleinen Kleinstadt und kleinen Großstadt unterwegs, mit dem Glockenturm, mit dem mit der Palmer-Statue. Nicht unbedingt nah am an der Overworld aus Super Mario Sunshine, aber sie hat ihren ganz eigenen Hafenstadt-Flair. Und hat ein paar sehr coole Abkürzungen, die man nehmen kann. Dann haben wir die Waluigi Arena. Und die packe ich auch auf A. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wo ich sie beim GameCube-Ranking hatte. Aber ich finde, die Strecke profitiert nochmal sehr dadurch, dass sie halt geremaked wurde für... Ja, ausgerechnet für den Wii-Teil, weil der Wii-Teil ist halt der, wo du diese ganzen, wo du so viele Stellen hast, wo du irgendwie an Wänden hochfahren, ein paar Tricks und so machen kannst. Das ist ja so eins der Main-Features und die Bikes. Und beides passt halt perfekt zu dieser Strecke. Es ist halt eine Bike-Arena. So fühle ich das. Es ist eine Dirt-Bike-Arena. Und sie hat immer noch diese super viele coole Sprung-Opportunities. Sie hat diese riesigen Pflanzen, die aus den Röhren kommen und du denkst, holy shit, was ist denn das für ein Kram? Es ist einfach eine fantastische Strecke und mit den Bikes und den ganzen Tricks holst du halt das Maximale aus einer Strecke dieser Art einfach raus. Als nächstes kommt der Blood Cup, die glühend heiße Wüste. Es ist eine meiner Hassstrecken aus dem Spiel. Es ist halt Wüste. Es ist Wüste mit ein paar Pokies, kleine Oase ganz nett, später ein bisschen Feuer. Also halt nur Pokis und Hügel in erster Linie und ich finde das so langweilig. Außerdem finde ich diese braunen Berge super anstrengend, wo du so ein bisschen reinfährst und du fährst einen Millimeter da drauf. Du bist raus aus der Map. Wir setzen dich wieder zurück. So anstrengend. Ich mag die überhaupt nicht. Wüstenstrecken können cool sein. Das beweist hier oben die Dingsstrecke, die staubtrockenen Ruinen. Aber die staubtrockene Wüste kann mich sowas von mal. Miese Strecke. Dann haben wir die Bowser Festung 3 auf Super Circuit. Na, so ein E-Tier. Relativ unspektakulär. Es gibt eine ganz nette Abkürzung. Du fährst halt die meiste Zeit nur über Lava. Gibt eine Stelle, wo du mit den Tricks ein paar ganz nice Moves machen kannst, wo du über die Lava springst. Und die auf die Nerven gehen. Sie ist ziemlich in Ordnung, aber halt leidet halt darunter, dass es wieder ein SNES-Remake ist, bevor sie richtig wild damit gegangen sind. Dann Donkey Kongs Stange sehe ich auch auf E. Ihr wisst, ich bin kein großer Fan von der Strecke. Ja, obwohl, ich würde sie schon auf D packen, stimmt. Weil das ist, hier hast du nicht mehr das Problem, dass du mit beworfen wirst, wenn du auch nur leicht aufs Gras abkommst. Aber ich fand die Strecke irgendwie immer ein bisschen, es hat immer so ein bisschen das Highlight gefehlt. Ich meine, es gibt das Dampfschiff in der Mitte, über das du rüberspringst, das natürlich eine nette Sache ist. Und diese Höhle und die Hängebrücke, aber irgendwie, es fehlt was. Es fehlt was, habe ich das Gefühl, ja. Dann haben wir die Mario-Piste vom GameCube. Würde ich auf B packen. So wie die anderen beiden Mario-Pisten auch.
Es ist eine relativ stabile Strecke. Du fährst ein bisschen in Kurven, hast einen netten Kettenhund da, der dich ein bisschen nervt. Springst über die Hügelchen. Und am Ende solltest du nicht in der Piranha-Pflanze dann eine kleine, nette Mario-Strecke eben. Und damit kommen wir zum letzten Cup, der Blitz-Cup. Und der startet mit meiner Hassstrecke in dem Spiel, glaube ich. Ich finde, Marios Piste 3 ist halt... Das ist halt so langweilig. Ich sag das oft über die SNES-Strecken. Es tut mir auch leid für alle, die die SNES-Strecken mögen. Aber ich für meinen Teil fühle die halt überhaupt nicht. Die Strecke hat sich bei mir für mich immer irgendwie falsch angefühlt. Mit diesen hässlichen Blöcken, die da außenrum waren. Ich habe jetzt Kind nicht verstanden, was Remake-Strecken tatsächlich sind. Ich fand das aber so... Ich fand, die hat überhaupt nicht ins Spiel gepasst. Ich bleib da bis heute dran. Ist ganz in Ordnung. Ist jetzt... Sie haben zumindest nicht 20 ist zumindest nicht die Hälfte aller Strecken vom SNES wie noch beim DS-Teil. Aber die ist. Auf die hätte ich verzichten können, ganz ehrlich. Dann geht's weiter mit Peach Schlossgarten. Oh, der kommt direkt hoch auf A. Eine der stärksten Remake-Strecken. Ich habe ich ja schon vorhin beim DS erwähnt. Ich mag die Idee, dass man durch so eine Etepetete, ich brauche 80 Gärtner, Garten fährt mit ein paar Kugelwillis, Kettenhunden, die da rum spazieren und du musst denen versuchen, nicht in die Blumen zu driften und alles. Sehr nice Strecke, wirklich. Sehr nice. Dann. Ich pack's nur auf B. Ich weiß, Donkey Kongs Bergland ist beliebt, aber ich habe Donkey Kongs Bergland irgendwie nie wirklich gefühlt. Es tut mir auch leid und so, aber ich finde es halt. Ich mag auch die Idee, dass du da hochgeschleudert wirst und dann bei dem Vulkan bist. Ich bin irgendwie zu dumm, da unten diese Löcher vernünftig zum Driften oder so, wenn man den Berg wieder runterfährt. Ist an sich eine vollkommen okay Strecke. B ist stark, da sind starke Strecken drauf. Aber ich habe die nie so hart geführt. Und finally, meiner Meinung nach die beste Remake-Strecke. Bowsers Festung für den N64. Ein grandioses Remake. Du hast diese feuerspeienden Statuen, diese engen Dinger, diese engen Gänge, in denen du manövrieren musst, diese Froms, die dich verfolgen. Du driftest diesen Turm hoch. Ihr wisst, ich habe eine Schwäche dafür, wenn man irgendwie so lange im Kreis driften muss, so einmal so eine 180-Grad-Wendung machen muss. Und dann springst du über die Dächer zurück. Eine wundervolle Bowser-Festung und meiner Meinung nach die beste Remake-Strecke in dem Spiel. Aber ja, das sieht so aus, als wäre es meine finale Mario Kart Wii-Tierlist. Ich denke, das kann man so machen. Man merkt, vielleicht habe ich einen leichten Bias Mario Kart Wii gegenüber, wenn man es jetzt mit DS vergleicht. Aber man muss auch wieder sagen, sowohl bei DS als auch bei Mario Kart Wii waren die normalen Strecken halt super strong, die neuen Strecken. Und Mario Kart Wii hatte einfach den Vorteil, dass sie noch ein bisschen mehr mit den, dass sie als zweites Spiel mit Remake-Strecken ein bisschen mehr sich getraut haben zu machen. Ich meine, das sind die SNES-Strecken vor allen Dingen noch sehr unspektakulär. Aber sie konnten halt zum Beispiel auch schon auf Strecken aus dem DS oder GameCube-Teil haben sie halt vermehrt zurückgegriffen, weil die halt in der dritten Dimension ziemlich geil wirken. Auch ein bisschen N64. Aber dadurch, dass der DS-Teil halt fast nur SNES und Game Boy Advance-Strecken sich als Vorbild genommen hat für seine Remake-Strecken. Das ist schade, dem Ganzen leider schon ziemlich. Aber ja, wir werden uns dann beim nächsten Mal wiedersehen mit meinem persönlichen Lieblings-Mario Kart. Mario Kart 7, was ich in letzter Zeit wieder gespielt habe, weswegen ich Bock auf die gesamte Mario Kart-Reihe bekommen habe und diese Tierlist-Reihe zu starten. Und ja, ich freue mich. Mario Kart 7 wird auch fantastisch. Und 8 wird auch ein Banger. Wow. Ich bin bei den richtig guten Mario Karts angekommen. Das hier ist nicht mehr Mario Kart 64. Yay!